Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier. Karte Marsch, Version 2.8, Produktion 3.1. Frag mich nicht genau, was alles da neu ist. Ich weiß nur, dass Produktion dazugekommen ist. Ich werde das sowieso nicht schaffen, weiß ich jetzt schon. Ich weiß nur, dass ich da. Nee, das ist Kies. Ich weiß nur, dass ich da heute in diesem Jahr erstmal feldermäßig was machen möchte und Mehlfabrik und dann Bäckerei. Das ist mein Ziel. Alles andere gibt es dann, ne? Da bin ich jetzt mal ein bisschen flexibel. Ich mach mal den ganzen auf. Und dann nehme ich mal einfach Zement und sag mal, dann nehmen wir nur Zement verkaufen, also an den Preis an. Und wir fahren eh zum Baumarkt, also von da ist es egal. Bremst gerade, dann drückt er mir die Blinkertasten einfach oder diese zum Schalten und Rennen einfach Tisch ungünstig. Geht wieder nicht, weil irgendeiner blockiert. Ja, Rübenplatz blockiert, glaube ich. Hier fährt. Okay. Dann gehen wir so rein. Brückenbau ist ja erledigt. Steht schon. Bauerei ist auch alles erledigt. Alles da. Schlachter. Saatgutherstellung. Zwentfabrik. So. Dann wäre Zement schon alle, ne? Graue Steine. Also ganz blöd wäre theoretisch, wenn wir jetzt so über Papierfabrik Lager voll ist und nicht weitergeht. Ne? Dann ist das natürlich ganz blöd. So, der ist voll. Dann geht's Richtung Baumarkt. Jetzt fahren wir auch bei der Glätte, fahren wir mal selber. Ich wünsche mal allen einen schönen Pfingstsonntag. Natürlich auch an Pfingstmontag, falls ich das auch vergessen sollte. Weil Montag, die Folge ist immer ganz schlimm. Das ist nämlich die Folge, mit der ich beginne, zum Beispiel. Und da schaue ich immer zuerst eigentlich auf Ton und alles so passt, also die Aufschläge da sind. Heute war das so gewesen, Aufnahme am Mittwoch. Da stellte ich fest, also für Mittwoch, da stellte ich fest, oh, der Ton ist nicht da. Also ich habe es gesehen. Da gab es eine Aktualisierung von Grafikkarten, nee Quatsch, die gab es auch für Soundtimer, also ne, da war entsprechende Änderung und bupf, war auch nicht mehr da. Und das ist dann äußerst ungünstig, wenn ihr den Trecker-Sound nicht oder den LKW-Sound nicht hört, das gehört ja dazu, meiner Ansicht. Also ich möchte nicht, dass es fehlt, also. Und über einen Lautsprecher, das Mikrofon, denke mal, das wird man nicht so gut hören. Seitdem ich höre, das ein bisschen lauter, dann vielleicht ja, ne? Wenn ich bei mir die Lautstärke ein bisschen erhöhe. Ich höre ja über Lautsprecher, nicht über Kopfhörer. Vielleicht werde ich jetzt anders spielen über Kopfhörer, wenn wir sehen. Lass mich überraschen. Oder ist schon passiert, also. Muss man sehen, wie es läuft, ne? Also, man merkt ja nicht vorher. Also wahrscheinlich, wenn es gut klappt, ja zum Sonntag, weiß ich nicht, morgen. Also hochladen will ich auf jeden Fall, oder muss ich morgen, die Folgen für Kettle und Kopf, die muss ich ja für Samstag hochladen, brauche ich ja, ist ja da noch nicht. Muss ich doch bearbeiten, dazu sagen. Aber das Bearbeiten, das ist ne? Ja, meine Ballen sind dann schön. Ne? Ja, da komme ich so schlecht hin zur Zeit. Also ein LKW, Schnee, fährt ja ganz schlecht. Also bearbeiten, hochladen morgen. Also zwei Folgen für Samstag und Sonntag würde ich da auf jeden Fall machen. Und alles andere kann ich auch Sonntag machen, das ist nicht so tragisch. Bin aber vom Zeitplan her sehr gut die Woche, also
Ich sag mal, nach der Spätschicht, das fällt mir eigentlich ein bisschen leichter als nach der Frühschicht. Nach der Frühschicht bin ich irgendwie mehr erschöpft, in Anführungszeichen, weil es mir einfach so früh aus dem Bett geschlafen hat. Ne? Also, ich bin nun mal kein Freund des frühen Aufstehens. Ich hasse es, ich mag es nicht. Aber muss ja sein, muss ja. Hier könnte ich die Mehrheit machen, hier links. Bäckerei kommt dann an den Platz hin, wo original ist. Und aber da muss ich mir noch, ich wollte gerade noch Gedanken machen wegen, wo ist der Originalplatz eigentlich? Gibt garantiert ein. Da muss man die Folge 777 anschauen. Ich kann ja noch vorspulen, so wie es geht. Ist ja eine Zeitfrage, wirklich ja voll anschauen, aber wie gesagt, wenn die Zeit knapp wird, dann ist es zeitlich ungünstig. Ne? Also, das ist ja das Problem, wenn man selber sehr aktiv ist, dann hat man für viele Sachen dann keine Zeit mehr. Ist leider so. Baumarkt habe ich verpasst. Hier ist der Bahnhof. Ich könnte aber ein bisschen wenden. Ist ja gefrorener Boden, ne? Ja. Also grundsätzlich so, bei gefrorenem Boden ist der Schaden nicht so groß. Wir haben zu Hause auch mal früher im Winter dann Mist abfahren lassen, weil dann die Traktoren und der kleine Äppelpflücker über die Gärten fahren konnte, weil der Boden gefroren war. Da, Baumann ist ja da, haben wir gesehen. Das haben wir früher so gemacht und ja, dazu muss es auch kalt sein. Wir hatten nämlich ein bisschen mehr Mist, als wir verarbeiten konnten. Auf dem roten Boden. War ja so. Heute, ich glaube, was heute oder was gestern? Da hat sich einer beschwert in der Güllefahrerei auf den wegen den Bauern, dass sie viel Gülle fahren. Ich meine, wenn ich jetzt auf dem Feld Futter runternehme und das entsprechend die erste Reihe wird nicht genommen, muss ich ja wieder verwerten. Ne? Also das Futter bringt ja im Prinzip in die erste Reihe auch nicht. Das Futter wird ja im Prinzip vom Feld genommen und somit entziehe ich ja dem Feld die Ressourcen, also den Dünger. Und das bringe ich ja durch die Gülle nur zurück. Ne? Ich weiß nicht, wo das Problem dann sein soll. Ne? Also klar, wenn ich jetzt Gülle importiere von woanders her, das ist dann nicht mehr korrekt. Ne? Wenn ich von derselben Fläche, die ich jetzt nutze, sei denn, jemand hat gar keine Gülle, sondern nur, in Anführungszeichen, hat nur Landwirtschaft und möchte dann kostengünstig düngen und dann macht das richtig, richtige Menge und so, ist doch nicht gegen einzuwenden. Das geht trotzdem. Das geht weg, das passt. Und dann ist es doch okay. Gibt doch die Vorschriften dafür, also kann sich jeder mal selber belesen, wie viel man pro Feld raufbringen kann. Und einfach eine Faustregel, was ich runterfahre, muss ich wieder raufbringen. Am Dünger, ne? Natürlich kriegt mit Gülle, in Anführungszeichen, ist das meiste eh nur Wasser, in Anführungszeichen. So, Zementfabrik. Ich fahre jetzt mal zur Molkerei, so einfach mal so, ne? Einfach so auf blauen Dunst. Es könnte ja sein, dass da was gebraucht wird. Und das müssten wir dann erfahren, ne? Schlachthof ist nichts. Und dann, wenn wir da was wegkaufen, der Milch war eigentlich genug da gewesen. Paletten eigentlich auch. Hatte ich mal geliefert gehabt. Aber die Zementfabrik ist ja eh nicht leer, also das ist nicht voll. Von daher, ja, Toilettenpapier wäre noch eine Möglichkeit. Na gut, das ist weniger auf dem Weg. Aber die kann ja heute noch am Tag arbeiten, von daher. Wahrscheinlich ist schon wieder voll, das kann natürlich auch sein. Aber gut, Wasser läuft auch jetzt wieder. Gut, haben es eingestellt mit der Zeit. Ist ja auch einiges voll jetzt. Also, Malzfabrik ist ja, glaube ich, voll. Und da wird ja auch nicht lange anhalten, nur einfach weiterfahren und dann entsprechend die nächste Station nehmen. Ne? So, die Tür aufgelassen, muss alles gefroren sein hier. So. So, was haben wir da?
So, was haben wir alles hier? Das ist Quark. Dann nehmen wir auch Quark, ne? Ja, das ist ganz gut da. Milch könnt ihr wieder fahren lassen. 100 und 11.000. Papier könnt ihr auch fahren. Leerpalette auch. Quark. Entschuldigung. Dann kann ich mal die Gelegenheit den Milchfahrer losschicken. Müsste eigentlich wieder was geht normalerweise. Kühe ist ja ganz fleißig. So, mal gucken, was da genau fehlt. Wir hier Quark 1, 2, 4, 5, ne 4. Lahme nochmal 4 ab. Quark, nicht 3. So. Gucken, wo der beste Preis ist. Das ist mir auch entscheidend. Das ist ja ganz wichtig. Na, hier ist das nicht. Das ist da. Quark. Hab nichts zu trinken hier, das ist ungünstig. Wenn die Stimme ein bisschen weggeht, ein bisschen kühlen. So, Quark. Bier. Oh, 2000. Da muss ich auch noch verkaufen. Na, da könnte ein bisschen steigen. Das geht ein bisschen besser. Käse. Da muss Quark vorne sein. Also hier gibt noch so vieles, was man machen könnte und einfach nicht die Zeit für hat. Vor allen Dingen eher Zeit. Ich möchte ja auch nicht so viele Folgen machen, Anführungszeichen. Das ist meistens Schuss nach hinten, weil Zuschauer haben nicht immer Zeit. Und oh, Unterschied 1005 und 1000, ach so, ja. Ich habe schon verrutscht bei Joghurt. Aldi. Wir fahren zum Aldi. Ja, und dann, wenn zu viel Videos gemacht werde und die Zuschauer haben keine Zeit, dann ist die Quote da. Also ihr im Prinzip keine Zeit habt, dann wird der Vorschlagrate im Prinzip reduziert auf Deutsch. Das ist ja ungünstig für mich. Weil ich möchte ja für andere Zuschauer vorgeschlagen werden. Und das bringt ja dadurch, das geht ja nur, wenn zum Beispiel geschaut wird, nach Möglichkeit recht lange. Je länger, umso besser, sagt man so. Und klar, wenn geliked wird, ist auch gut. Also wirkt sich nicht negativ aus. Ne? Ist halt so, ne? Ich meine, jeder, ich denke auch nicht mehr dran, ne? Aber wie gesagt, das ist ja was man. Es kostet ja nur einen Klick, ne? Eins und dann ist erledigt und so. Und ja, wenn nicht, ist es nicht, ne? Ist auch noch nicht tragisch. Und so kann im Prinzip der Kanal wachsen, wenn jetzt ich aber übertreiben würde mit den Aufnahmen für eine Karte zu viel machen würde. Und sag mal, viele haben dann nicht die Zeit dafür. Ist ja normal, man hat ja noch andere Sachen zu tun. Und dann wirkt das sich auf Dauer negativ aus. Ist ja halt so. Deswegen ist das mehr Folgen machen kontraproduktiv. 7 Folgen, denke ich mal, ist ein guter, ich weiß nicht, ein Drittelmix, aber das ist genau richtig, sag ich mal so, ganz vorsichtig. Geht nach eine, nach Möglichkeit nicht so lang, ne? Ist ja so, das ist ja, gestern war ja ein bisschen zu lang, da haben wir geguckt. Und das ist dann ungünstig. Ich brauche ja Geld, ne? Ich brauche Geld für. Übrigens kann ich wieder auf 5 einstellen. Geschwindigkeit. Kann ich aber zu lange auf Dings eingestellt. Ich muss irgendwann die Schweine versorgen und die Kühe. Das mache ich dann heute Abend. Wenn dunkel wird, ne? Hoffen das Wetter bald besser wird. Was sagt der Wetterbericht? Alt ist.
Futter muss gemacht werden, aber das, wie gesagt, ist noch rot. Also, Schnee sagt er keinem an, aber ist gut. Ansonsten, Kälte bleibt noch erhalten. Heute Sonntag, ja, also es wird zwar leicht milder, und dann kommt schlagartig der Frühling. Ja, und so. Regen ist genau richtig normalerweise in der Frühlingszeit. Ich kriege jetzt zur Zeit im Wetter, wie viele sich beschweren, oh, das ist zu kalt, das ist zu nass. Ist aber normales mitteleuropäisches Wetter. Und wir haben entweder zu heiß oder zu kühl. Mittelding gibt es eigentlich nicht. Meine Erfahrung. Also. Und wir hatten jetzt ein paar Jahre extrem trocken und extrem warm. Für den Bauer ist das jetzt genau das Richtige, dass sie Regen kriegen. Also das ist, die Böden sind im Grunde ausgetrocknet. Letztendlich, die müssen ja auch Reserven anbauen am Boden, also in der Tiefe. Und das muss erstmal dahinter sickern, in die richtige Menge. Und das Grundwasser soll ja auch aufgebaut werden, obwohl jetzt im Sommer nachher der Regen nachlässt und im Grundwasser nicht mehr aufgebaut wird, weil die Pflanzen ja jetzt auch verbrauchen. Ne? Also wenn eine Pflanze wächst, braucht die Wasser, dann verdunstet Wasser dadurch entsprechend mehr. Damit die Photosynthese funktioniert, muss die Pflanze Wasser verdunsten lassen, damit der Kreislauf funktioniert. Ne? Also dass die Nährstoffe in der Pflanze hochgeht zum Beispiel, muss man muss die Pflanze Wasser verdunsten, damit das entsprechend funktioniert, das Ganze. Umgekehrt geht dann in einem anderen Kreislauf wieder Nährstoffe zurück zur Wurzel. Ne? Also trotzdem muss sie erstmal verdunsten, damit Wasser hochgeht. Weil die Bäume sind extrem, die schaffen das nicht komplett unten nach oben zu drücken. Die brauchen die Sogwirkung vom, oder wird schwierig, vom, ja, von der Verdunstung her, ne? Ist ja so. Gucken wir mal, was wir verdienen, und dann haben wir heute die Folge auch erledigt, ne? Also auch fertig und abgeschlossen, kann man sagen. Erledigt oder anders. Ich spiele ja gerne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt die Folgen machen muss, nur weil ich senden will. Ja, es geht schon darum, dass ich überhaupt gern spiele. Ich habe immer so gesagt, ich würde nichts machen, was mir keinen Spaß machen würde. Also das wäre dann, das wäre dann kein Spaß. Ne? Also, und da macht es auch keinen Sinn. Klar wäre das jetzt schön, da wird verkauft. Dann könnten wir theoretisch sagen, ich möchte zuerst mal Felder kaufen. Eine 16, was kostet die 16? Die 16 würde kosten 1,4. Mir geht es ja darum, dass ich hier meinen Kreis erstmal kaufe. Was kostet die 66? 5. Was ist da aktuell drin? Das kommt dann noch hinzu. Ich möchte ja kaufen, wo was drin ist. Ne? Also da ist die Gruppe, da muss ich alleine aussehen. Sag mal so, muss ich nicht haben. Ne? Es geht auch leichter. So, die 8, die 9, die 8, was da drin im Wachstum. Die 8 wäre auch so ein Feld, ob man kaufen könnte, wäre im drinne Wachstum, Feldfrüchte, grün. Grün. Zuckerrohr wäre Unsinn, geht hier glaube ich gar nicht. Ist das Raps? Das passt. 8 können wir schon mal kaufen. Düngen. Schneeräumer, nee. Aber es hat er eingebaut, muss man dazu sagen. So kalt ist es auch nicht, ne, dass man betreiben muss. Aber das ist schön. Könnt ihr mir ein bisschen Geld verdienen? Düngen und Düngen auf Feld Nummer 47.
Sehen wäre jetzt nicht möglich, aber könnte man sich überlegen. Weil ich eigentlich die Felder. Oh, wir haben Geld verdient. Fertig. Ich habe gleich gesehen, was für viele Mengen. Ich habe es nochmal verkauft. Ja, ist halt so. Ne? Ja, stimmt schon. Das soll es auch schon Freude gewesen sein. Wir haben 2,8, fast 2,9 Millionen. Ich möchte gerne die Felder vorher bearbeiten, düngen und so und aussehen. Dafür Geld kassieren und dann kaufen, aber dann behalten. Ne? Also nicht verkaufen wieder. Ja, das soll es auch schon Freude gewesen sein. Sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Pfingstmontag mit jo, verkaufen. Tschüss, ciao. Und nochmal dicke Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.